Und pushen! Ja! EA Sports. It's in the game. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal To Let's Do. Und diesmal wieder in meiner Spielerkarriere. Zuletzt habt ihr gesehen gegen Dortmund und davor die Europameisterschaft 2016 in Frankreich. Und jetzt ist es soweit. Ich spiele in der Bundesliga. 17. Spieltag, hier mal ein Blick auf die Tabelle. Ja, ich habe schon wieder ein paar Spiele ohne euch gemacht. Auch die Champions League Spiele. So sieht's aus. Eine Niederlage. Ich muss sagen, bei dieser Niederlage war ich nicht auf dem Platz. Ansonsten, ich glaube, ich habe 11 Spiele am Stück gewonnen. Und ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt halt gegen Pauli. Warum nehme ich dieses Spiel auf? Ganz einfach, in der letzten Saison war ich ausgeliehen an St. Pauli und habe mit St. Pauli den Aufstieg in die erste Liga geschafft. Und jetzt bin ich ganz gespannt, wie es hier aussieht bei St. Pauli, was die gemacht haben, wer da vielleicht Neues dabei ist und. Mal gucken, einfach mal, ja, und scheiße, ich habe gar nicht geguckt jetzt, auf welchem Tabellenplatz die stehen, aber das können wir gleich nachholen. Pauli empfängt den FC Bayern. Letzte Saison war ich selbst noch Spieler bei St. Pauli, ausgeliehen vom FC Bayern. Und jetzt in dieser Saison wird es dann halt mal, kommt es zum Treffen. St. Pauli gegen Bayern war ja auch in echt immer ein heißes Duell. Deswegen bin ich mal gespannt, wie dieses Duell hier ausgehen wird. Ja, da ist er, Alf Puschen. Um den geht es heute. Alle Kameras und so weiter sind auf ihn gerichtet. Er als Ex-Pauli-Spieler aus der letzten Saison. Also ich, ne? So, Ündel, ich glaube, der ist neu dabei. An den kann ich mich nicht so wirklich erinnern, dass der letztes Jahr immer gespielt hat. David Alaba. Kapitäne. Bundesliga. Schiedsrichter Ludger Falk. Der Deutsche. So, jetzt warten wir gespannt auf die Tabelle. Da ist sie. St. Pauli ist nicht im oberen Zehntel, in der oberen Hälfte. Also die sind, wie erwartet, unten drin. Von den Spielern her im Prinzip fast das gleiche wie letzte Saison. Verdiego ist weit nicht, aber Daube, Buchtmann, Razkowski, T und Nöte waren alle letzte Saison schon dabei. Also da gab es keine großen neuen Zugänge. Und dann wollen wir mal gucken, was wir hier jetzt... Puschen versucht hier gleich natürlich. Meine letzte Bewertung im letzten Spiel war leider nur 5,5. Ein 1:1 gegen die Fiorentina in der Champions League. Da wurde ich dann nach 50 Minuten ausgewechselt. Ja, heute soll es besser werden. Ribéry darf auch wieder ran. Ja, das war nicht so gut. War aber auch Regen, das letzte Spiel. Da sind die Bewertungen ja eh nie so top. Aber 5,5 war halt wirklich nicht gut. So, Alaba. Müsst ihr den Puschen mal anspielen. Schönes Ding auf Mitchell Weiser darf hier ran. Das ist, ah, schade. Da war ich so überrascht und erfreut, dass Mitchell Weiser von Anfang an spielen darf. Das ist hier in der Spielerkarriere auch nicht oft der Fall gewesen. So, Alaba. Und wieder Ecke. Dante. Oder Ribéry. Ich mach die Bälle auch gerne mal mit Puschen. Oh, das war nicht gut. Der ist zu kurz. Ja, der war wirklich zu kurz. Da bin ich abglitscht. Da wollte ich was anderes machen. Ja, und die St. Pauli-Fans sind echte Hammer. Ribéry, Puschen. Boah, wird hier gefoult. Mann, Mann, Mann. Gleich die erste gelbe Karte für Lancashire oder wie er heißt. Ja, da wäre er durch gewesen, der Puschen. So, und auch diesen Freischuss will ich mal mit Puschen versuchen. So, der geht drüber weg. Nee, der kommt gar nicht so schlecht.
Also auch bei den Freistößen taste ich mich mit meinem Spieler hier so langsam ran. Und ich muss mit Puschel unbedingt auch mal wieder ein Tor machen. Obwohl hier solche genialen Dinger sind auch schon gut. 1:0, Thomas Müller. Vorlage von Alf Puschen. Jawohl. Thomas Müller jetzt 7 Ligatore, genauso viel wie Falcao. Oder Falcao oder Falcao oder Kakao oder wie man den auch richtig ausspricht. Ja, jetzt fehlt nur noch das Puschen-Tor heute. Und dann steht einer Top-Bewertung von ja, 8,5 bis 9. Ja, kaum noch was im Wege. Kann man ja schon. Oh. Kann man gar nicht mehr so viel falsch machen. Und außerdem gegen Ex-Vereinen sollte man als Stürmer möglichst immer treffen. Ist doch so. Oh, hier schön Müller. Oh. Bums weg. Eigentlich wollte ich grätschen, deswegen hat er den da noch weggebumst. Und. Naja, ganz niedlich. So. Oh, wer ist das denn? Ak Puma. Ist auch einer von der zweiten Garde eigentlich, würde ich mal so sagen. Das wird er hier wohl nicht ran dürfen. Ist ja nur Pauli. Puschen, den kriegt er nicht. So, und die Fans von Pauli sind hier bei FIFA echt der Wahnsinn. Wenn die in echt auch so sind. Ah, Puschen wieder gestoppt. Die kennen ihn natürlich. Der Europameister. Und viel Ballkontakten. Aber hier, das hat er gewusst. Wahrscheinlich. Und Puschen kommt an den Ball. Zieht er da durch? Da zieht er einfach mal so durch. Immer noch Puschen. Kann sich aber nicht durchwurscheln. Also St. Pauli hat recht viel Spielanteile, finde ich. So, Ribéry. Pass war nicht gut. Und Puschen, wieder abgefälscht. Der hat aber auch ein Pech im Moment. Hätte ich mit Müller eigentlich schon machen können, das Ding, glaube ich. Ak Poguma oder wie er heißt. So, da ist wieder Puschen. Ah Mann, ich will das immer so schön machen und dann. Oha. Freistoß für Pauli. So, halbe Stunde gespielt. 1:0 für Bayern. Ist natürlich kein Gegner hier. Martinez. Bei dem verstehe ich auch nicht, wieso der Trainer den immer zentrales Mittelfeld spielen lässt. Dafür sitzt ein Götze jedes Mal draußen. Oh! Oh, oh. Gutes Teil, geiles Teil. War aber leider abseits. Hätte ich ihm ja gegönnt. Also aufpassen. St. Pauli kann phasenweise gefährlich werden. So, Puschen auf Ribéry. So, Ribéry zurück auf Puschen. Was macht denn der Puschen? Versucht die Flanke. Schade. So, Martinez. Ja, da, wo hätte ich ihn sonst auch hinspielen sollen? Dicht machen. Wieso? Oh, wieso ist so eine große Lücke? Schön links raus auf Martinez.
Osterpuschen nicht mitgelaufen und Ecke. Den mache ich jetzt wieder mit Puschen, diesmal allerdings. So wie ich sie immer mache. Und Müller! Zweite Torvorlage auf Thomas Müller und ja, 2-0. Zweimal Vorlage auf Puschen. Jetzt fehlt nur noch das eigene Tor und dann hat Puschen das Spiel hier quasi entschieden. Also heute müsste es wieder eine Top-Bewertung geben. Martinez, Ribery und hier ist wieder Puschen. Verliert leider den Ball. Noch 2 Minuten. Alaba. Schön wieder Puschen da. Das Ding abschirmt. Zieht einfach mal an. Hat Platz. Immer noch Puschen. Oh, Herr Jemini. Da war ich schon zu sicher, dass ich den Ball aufs Tor kriege. Ja. Puschen läuft und läuft und kriegt hier den Ball. Immer noch Puschen. Kommt. Oh, verdammt. Ich hatte doch schon geschossen quasi. Im Geißel. Und auf den Dings habe ich auch schon rumgedrückt, dass er schießen soll. Ah. Naja. Gut, dann wollen wir mal gucken. Hoffentlich werde ich jetzt nicht gleich ausgewechselt. Nein. Der Puschen darf hier weiterspielen. Oh. Da bin ich zu ungestüm draufgehe, kommt St. Pauli dann auch mal zu Chancen. Puschen mit der nächsten Flanke auf Alaba. Aber der ist da nicht so ideal optimal gelaufen. So, Mitchell Weiser. Thomas Müller, der Torschütze. Alaba, Martinez und Ribery. Und Weiser. Oh, wie kann er denn den noch vergeben? Ich habe vergebens immer versucht, den Puschen in Szene zu setzen. Aber dann mit Mitchell Weiser musste ich dann einfach abschließen. Nein, wird jetzt Puschen gewechselt. Nein, Ribery für Shaqiri. Ja, das wäre so der Zeitpunkt wie im Champions League-Spiel gewesen. Vor 2 oder 3 Tagen. Oh, abseits. Herr Puschen, bitteschön. Nicht raustraben. Hinter den Ball. So ein 2-0 ist eigentlich recht geschmeidig oder geschmeichelt. Kann man beides, glaube ich, nehmen. So Puschen. Also Ballbehandlung ist sensationell von dem. Da ist zu steil, den kriegt er nicht. Schade. So, und jetzt raus da hinten Puschen. Und wieder super Vorlage Puschen. Nein. Puschen! Wusste ich gerade selbst nicht. Was mache ich denn da jetzt eigentlich? Einfach mal versuchen. Ihr seht, ich versuche hier Puschen immer aufzulegen. Ist halt St. Pauli. Da kann ich nicht mit jedem x-beliebigen anderen Spieler die Tore machen. Das will ich nicht. Ich will nein, nicht ins Aus. Ich will hier mit Puschen das Tor machen. Mitchell Weiser läuft, den spielen wir mal an, sehr schön. Und Puschen!
Ja! Erster Riesenpass auf Weiser, rechts raus, 10 Tore, Ligaspitze. Jawohl. Und Weiser hat dann das Gefühl, den Puschen so in Szene zu setzen, dass er den Ball gar nicht mehr verschießen oder verköpfen kann. Ha! 3-0. Jetzt kommt erst Götze für Martinez. Und Puschen darf weiterspielen. Und hier wieder gleich, ja, Freistoß für die Bayern. So, da ist gleich mal Götze. Das ist Puschen. Und wieder Weiser. Sieht er wieder den Puschen? Ja, aber der kommt nicht an. Im zweiten auch nicht. Schade. Oh. Dante gegen Ündel. Wer auch immer Ündel ist, Dante gewinnt. Boah, Puschen, der spielt aber auch Pässe. So, Weiser, schön auf Götze. Ah, Mann. Puschen, 10 Tore, Ligaspitze. Jetzt wird er wahrscheinlich ausgewechselt und bei St. Pauli geht Buchtmann. Ganz genau sieht's aus, Alexandre Pato darf jetzt mitspielen. Ja, Puschen immer in 2 Vorlagen, 1 Tor. Oh. Pato im Zusammenspiel mit Götze. Schönes Ding. Und, ach, schade. Oh, Götze. Oh, wenn die Götze den kriegt. Schön hier wieder von Alaba. Oh, und da greift ihn keiner an. Ecke. Hätte ich auch flanken können, aber ich weiß nicht, wie gut der Pato da den Kopfballdinger verwerten kann. Falcao ist da ein Gott drin im Flankenverwerten. Puschen ist auch gut. Aber bei Pato und weiß ich es nicht. Rankovic einfach mal mit Zug zum Tor. Und Shaqiri. Ja. Ist nicht so das Wahre. Ah, Boateng gegen Diego. Welcher Diego das auch immer sein mag. Oh, so ein Fehlpass. Dante ist Dante. Wow. Und nein. Ehrentreffer für St. Pauli von Nöte. Den ersten hat er noch richtig gut pariert, der mein Torwart. Ist dann leider nicht Manuel Neuer. Da, den hat er gut gehalten, aber dann schade. Naja, 3-1. So, mal gucken, was hier mit Götze geht. Zu weit vorgelegt. Puguma oder wie er heißt. Schindler, wohl, will St. Pauli hier etwa noch mehr? 3 Minuten vor Schluss. Oh, wieder so ein Fehlpass hier. Und noch ein Fehlpass. Das ist ja ein reines Fehlpass-Festival. Jetzt vielleicht nochmal die, oh, Müller, die Kontermöglichkeit mit Götze. Weiser. Ah. Geh ins Aus, geh ins Aus, geh ins Aus. Nein, den kriegt er. Da muss der Dante dann doch nochmal hin. Und Flanke. Oh! Mann, da brennt das hier am Ende doch fast noch an. Mit der Auswechslung von Puschen ging's los. Ging ein Schuss nach hinten los, ganz klar. Müller, Müller, Puschen, so. Müller, Müller, Puschen, schalala. So, ich bin gespannt.
So, hier nochmal Puschens erste Vorlage. Das 1-0 von Thomas Müller. Recht früh, tat im Spiel gut. Hier das 2-0, Flanke, Puschen auf Müller. Ging unter die Latte, kaum zu halten. Und dann müsste gleich auch nochmal das Puschentor kommen. Hier kommt es. Flanke von Weiser auf Puschen und der nickt ein zum 3-0. Zwischenstand. Oh, 9,4. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Bester Spieler Alf Puschen. Ja, so soll das doch sein. Mal gucken, welche Spiele jetzt als nächstes kommen, welches ich euch wieder zeigen werde. So, ein weiter gegen Bremen. Dann kommt hier gegen Gruppenhagen. Die Gruppenphase gegen Kopenhagen, Leverkusen, Hertha und DFB-Pokal VfL Bochum. Naja, mal gucken, was ihr als nächstes zu sehen bekommt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir wie immer eure Daumen und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es denn weitergehen könnte, quasi, keine Ahnung. Was, ihr habt ja immer irgendwas, was ihr in die Kommentare schreiben könnt. Würde mich freuen, von euch zu lesen. Das war's jetzt von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.